Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders auf Icarus hier bei Explorer LP. Wir sind an Panas Küste und waren eigentlich schon durch und haben uns jetzt dazu entschieden. Wir konnten die Quest wiederholen. Machen wir mal. Ah, gibt's zumindest bei den Questen jetzt doch gut Experience. Und B kriegen wir als Questbelohnung Zeichen, die wir brauchen, um Terrorkaraf zu zähmen. Wie viel wir da im Endeffekt brauchen, kann ich jetzt leider gar nicht sagen. Müssen wir mal schauen dann. Was aber auch egal ist, weil ein Zeichen, um ihn zu zähmen, haben wir. Nur sollte ich da verkacken, wenn ich es denn in Angriff nehme, können wir dann vielleicht ein neues bauen. Obwohl ich glaube, wir müssen dann die Quest hier des Öfteren machen. Hier ist noch einer hinter uns. Verschissener Beutel. Naja, wir. Eigentlich wollte ich nur sagen, wir machen ein paar Dailies nochmal. Sonst haben wir die ja dezent ignoriert, aber diesmal werden wir es einfach mal in Angriff nehmen und schnell machen. Gibt die XP. Ich würde in der Aufnahmesession eigentlich noch gerne 34 werden. 32 sind wir. Weil wir dann in Ionos Höhle, glaube ich, können. Oh, jetzt haben wir die ganze Family am Sack. Können wir mal bitte eben hier. Danke. Schön im Duett geflogen. Mir fehlt noch ein Elite-Siegelstein. Wäre auch schön, wenn da vielleicht jetzt einer droppen würde. Weil ich hätte da noch eine Spinne, die ich eintüten muss. Vielleicht droppt ja was. Fertig. Was will er hier? Erhalte Eimer mit Seewasser. Wie denn? Ach so. Hammer. Okay, was sollen wir jetzt? Was? Okay. Und zack. Was fehlt denn hier? Ach, wir müssen noch den Reis klauen. Ja, wie die letzte Folge schon hieß, leidige Botengänge. Bleiben wir durch die Daily jetzt nicht davon verschont. Immer noch. Ich weiß nicht, was er da macht. Texturen, gibt's keinen. Ist schon wieder eine Quest hier. Haben wir da was übersehen?
So. Was will er denn? Gereinigtes weißes Silber, erhaltet Eiskristall, erhaltet Korinis weißes Silber. Okay, das ist zweimal die gleiche Quest. Alter Eiskristall ist hinter uns. Siege geht die Plünder. Okay. Was? So. Schießt du oder guckst du nur zu? Dich brauche ich nicht, dich brauche ich. Also wir müssen jetzt eigentlich den kompletten Questhub aus der letzten Folge wiederholen. Dezent durch ihn durchgeschossen haben. Und wie er nicht merkt, dass sein Kollege gerade stirbt. Was soll man hier machen? Besiege Yeti-Priester. Okay. Okay. Fliegen wir mal. Let's fly, Robin! Ups. Was? Mr. Pling. Feine Truhe. Elite-Siegelstein. Nein. Schade. Ich hau dich durch den Berg hier, Kollege. So, ein Priesterlein noch. Du bist das Objekt meiner Begierde. Erledigt. Was muss man noch? Alte Eiskristalle, woher denn? Eiskristalle. Aber die kriegen wir doch da vorne auch. Alte Eiskristalle, alte Eiskristalle. Okay, wir fliegen mal eben hier rum. Ich meine, die Ärzte sind es doch nicht, ne? Oder? Ne. Wo waren denn die Eiskristalle? Da haben wir doch die Typen für erledigt, oder nicht? Na, dann schauen wir mal. Eiskristalle. Wir müssen den Dicken wieder erledigen, ne? Ich sehe einen Fall. Entschuldigung. Entschuldigung.
Komm mal hier. Ich wollte da noch was erzählen. Jetzt bist du dran. Alter. Schieß. Feine Truhe. Elite-Siegelstein? Nein. Oh ja, ist ja gut. Okay, komm. Was ist denn das hier überhaupt? Komische Konstruktion. Ach, die droppen die Kristalle. Ich glaube, da fahren wir besser, wenn wir die Kristalle so looten, ne? Schauen wir mal. Siehst du? Da haben wir noch welche. Fertig. So, und jetzt nochmal 4 Eiskristalle oder was? Nö. Sammel. Wie gedacht, Kollege. So. Hat doch noch mehr. Okay, und einen noch. Ach, den dicken Helm müssen wir auch noch machen. Guten Tag.
Fertig, so Kollege. Auf geht's. Alter. Und wir müssen uns bald mal wieder Heiltränke besorgen. Und mich jetzt ver Lehrt er ihn nicht aus dem Ziel, weißt du? Großschwert der Frostwache. Gut. Dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir ja alles fertig haben, ne? Frische Wasser. Da sagt sie gar nichts. Wieso zeigt er mir jetzt hier zwei? Okay, dann erstmal dahin. So. Good to meet you. Wunderbar, ich schicke das auf direktem Wege zur Hauptstadt. Ich hoffe, ihr könnt mir morgen auch helfen. Hier nehmt das. Die Minenarbeiter haben diese fröstelnde Scherbe gefunden. Ich hoffe, ich hörte, sie sei dazu gebraucht, um Keraf zu bändigen. Seht ihr, harte Arbeit zahlt sich aus. Kostet eure Belohnung in vollen Zügen aus. Was? Erhaltiger. Achso, wir müssen jetzt dann hier drüben die Quest erstmal. Nee. Was? 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 Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wieso haben wir denn da jetzt immer noch. So. Man's gotta do what a man's gotta do. Na bitte, weißes Silber. Wenn ihr Zeit habt, dann kommt doch morgen wieder vorbei. Ihr habt alles gut gemacht. Trotzdem hätten wir viel mehr, wenn wir unsere Bomben benutzen könnten. Ah, jetzt ist die Quest fertig. Okay. Gut, danach können wir der Hauptquest weiter folgen. Ich schicke das gleich nach Hakura. Morgen werden wir mehr brauchen, falls ihr euch auf der Suche nach mehr Arbeit seid. Hier ist eure Belohnung. Das ist ein Bindungsamulett gewonnen aus dem Blut der Bestien. Es wurde vom Meister Thron höchstpersönlich verfeinert. Ich hörte, dass es benötigt wird, wenn man den Gefährten namens Karesh bändigen möchte. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Ein Elun. Was sagt denn unser Inventar? Ja. Ich wollte nur mal irgendwas gucken. Fähigkeiten? Nein, nein, nein. Nein.
Das. Okay, dann wo soll man denn jetzt hin? Nach Hakora. Okay, dann würde ich sagen, porten wir uns. Kasim, da wären wir. So schnell geht das. Was ist hier für eine Quest? Das kann doch nur eine Wiederholbare sein, oder? Gibt es hier was Neues? Geschöpfe. Diese verfluchten Tundra-Besons haben unsere Daten fast zu Tode gepampelt. Das ist komisch. Sie waren immer so friedliche Geschöpfe. Die Besons sollten einfach auf dem Weg zu den Ruinen von Vahul zu finden sein. Er teilt ihnen eine Lektion. Okay. Quest. So. Das nehmen wir uns noch mit. Tico? Lasst mich mal sehen. Ja, das ist perfekt. Ich werde mich an die Arbeit für den Rahmen machen. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die verbleibenden Spiegelscherben zu finden. Aber davon würde ich gerne eine kleine Sache. Davor würde ich gerne eine kleine Sache mit euch besprechen. Drakonengroßschwert. Ich werde dieses Erz unverzüglich nach Hakora zurückbringen. In der Zwischenzeit werdet ihr anderswo gebraucht. Die Yetis verlassen immer mehr ihr Territorium und unsere Stadtwachen haben Schwierigkeiten, sich vom Leibe zu halten. Könnt ihr unsere Krieger unterstützen? Die Kampfmagierin Tratul kann euch sagen, wo ihr genau hin müsst. Okay. Aber wir bauen nochmal den Amethyst ab. Ups. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge hier bei Raiders of Icarus. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.